Tischlerstube. Diesmal geht es um ein Projekt, das sollte geheim sein, ist es aber nicht, weil es so laut ist, dass es sowieso jeder hört. Sogar der Erich hört es. Erich, hörst du dieses Geheimprojekt? Ja, sehr laut. So sehr gut, er ist nämlich immer in lauter Gesellschaft gewesen. Auf jeden Fall, das Problem, das wir heute haben, ich habe diese Mauer gemauert, eine Wildmauerung war das damals. Damals wusste ich nicht, auf was ich schauen soll. Jetzt ist dieser Auslass genauso wie die Türe. Jetzt habe ich hier eine 86er Durchgangsdichte, das heißt, das Türblatt ist dann immer plus 5 cm. Wenn das 86 ist, ist das Türblatt ein 91er Türblatt, ein rechtes, weil es rechts angeschlagen ist. Das habe ich im letzten Video schon erklärt, wenn ehrlich. Und wenn es ein 86er Durchgang ist, dann muss plus 9 cm das hier sein. Und hier haben wir nicht 95, sondern 92, 3 cm zu wenig. Jetzt kann man den Türstock nicht ordentlich ausrichten, weil links und rechts zu wenig Platz ist. Vor allem die Bänder, ehrlich, komm kurz hierher. Schaut, die Bänder hier haben ca. 15 mm und die sind im Weg. Das haben wir hier ausgestellt. Hier kommen die Bänder hinein. Und die anderen Löcher sind hier, damit wir mit der Schaumpistole hinein können und BU-Schaum hineindrücken können. Jetzt muss man zuerst mal hier diese Backe hergeben, damit wir quasi in Fliesenhöhe sind. Später lege ich den Boden darunter. Also hier kommt noch eine Reihe Fliesen her und darinnen Holzboden. Und der Türstock kommt jetzt hinein. Ja, der Türstock, die Türstöcke. Stimmt. Stimmt das? Ja. Jetzt passt das hier super rein. Und jetzt haben wir hier so tolle Spreizer. Das hat zu Hause nicht jeder. Das braucht man auch nicht. Wir haben uns das gekauft, weil wir Werkzeugliebhaber sind, oder Erich? Ja. Andere fahren mit der Familie Radfahren und den Neuselsee spazieren, pilgern. Wir arbeiten nur. Also das Schönste ist es, an einem Sonntag zu sitzen und so eine Akkuladung auf der Milwaukee leer zu laufen zu lassen, auf der Couch quasi. Das dauert oft 2-3 Stunden, aber das... So, das war jetzt schon wieder zu sehr privat. Jetzt, hier haben wir 59,9 sind das genau, das kann man sich hier einstellen. Und jetzt kann ich das hier in der Mitte kommen, eine Spreize hier. Vielleicht, dass du das hier... So. Das war wieder zu wenig. So. So, und jetzt kann ich das hier anziehen und das zieht sich im Fazit an. Auf der anderen Seite machen wir dasselbe. So. Da könnte ich jetzt diese Räder, also diese Zwingen hier noch anziehen, dann würde der Stock nicht immer hinausfallen. Aber wenn ich dann was bewegen will, beim Ausrichten sind die meistens wieder im Weg. Man kann sich diese Lichte auch so hier abnehmen, indem ich hier hereinfahre und das auseinanderdrücke. Dann habe ich dasselbe erreicht. So. Ungefähr gleich das, dass keine Spannungen sind. Also, dass das hier ziemlich gleich ist. So, jetzt steht das Ganze mal so hier. Jetzt nehmen wir die Wasserwaage. Jetzt wissen wir, der Abstand hier ist überall gleich. Zu Hause könnt ihr eine Spanplatte nehmen, hier reinhalten und links und rechts einen Keil einschlagen. Sinnvoll, wenn euch ein zweiter hilft, so wie der Erich. Der Erich sagt nein. Also das war nur so, er sagt einfach nur so nein, weil er gerne nein sagt. Oder hast du gar nicht nein gesagt? Ich habe überhaupt nichts gesagt. Okay. So, wir sehen hier, wir sind genau in der Waage, das heißt, das unten passt. Wenn es nicht passt, könnte man es entweder nachschneiden oder auspacken. Wenn zu viel Luft schon wird, weil es zu schief ist, ist es sinnvoll, auf der Seite, wo es nach unten gehören würde, was wegzuschneiden. So. Jetzt auf der Bandseite fangen wir an, das ist das Wichtigste, die ist wichtig, dass die Türe nicht alleine zufällt. Hier sehen wir sind genau in der Waage. Und so kontrollieren wir noch, so gehören wir, passt. Jetzt nehmen wir so Luftkissen, die hat der Erich bei einem Handwerker gesehen. Erich, willst du die Geschichte kurz erzählen? Ja, ich war einmal, habe nur ein bisschen was herumgebastelt und da war ein guter Tischler, der hatte sowas.
Und das haben wir dann auch gekauft, der Manuel und ich. Erik, aufpassen, der Erik dreht immer das Handy ab. Wir filmen das jetzt schon circa 30 Mal. Wir hätten heute, wenn wir jede Türe, die wir schon eingebaut haben, ausgeschont hätten, hätten wir bei einem riesen Stockhaus mit ca. 100 Stockwerken pro Stockwerk 80 Türen wären heute schon montiert. Also wir sind schon etwas müde. Wir haben diese Türe jetzt schon 35.000 Mal montiert. Auf jeden Fall, oben in die Luft gebe ich jetzt dieses Kissen hinein. Vielleicht genau hier hinaus, damit ja. Das besser filmen. Jetzt richte ich mir hier die Tür in die Waage. Wer sowas nicht hat, früher hat man mit Keilen. Genau. Aber beim Klopfen, der verrutschen, die fallen raus. Das ist nicht so einfach. Ja, es geht schon gut eigentlich mit Keilen. Ja. Aber mit diesen Teilen ist das wirklich ein Luxus, muss man schon sagen. Hier sind wir auch genau in der Waage. Und hier passen wir auch. Das ist, es passt so gut, weil es mit diesen Spreizer schon wirklich sehr einfach gemacht wird. Und nein, unten gehören wir vielleicht ehrlich um einen Fußschlag hinaus. Okay. Ehrlich, vielleicht, dass du deinen Fuß filmst, wie du unten hinschlägst. Ach so. Brauchst du noch einen Millimeter? Ja. Noch. 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 Vielleicht halt. Das federt ein bisschen nach. Ja. So. Jetzt richtig gut runtergequetscht. Genau. Und jetzt kontrolliere ich nochmal nach. Jetzt sehe ich, es passt ganz genau. Und wenn es jetzt so passt, könnte man es ausschäumen. Ich schaue noch seitlich. Da gibt es auch einen Trick, den musst du aber schon jetzt auch erwähnen. Sagen. Also man schaut dann so diagonal durch. Es könnte ja sein, dass ich jetzt dieses Teil unten um einen Zentimeter mehr herausnehme wie das andere. Dann würde, wenn ich die Türe einhänge, würde die Türe oben anliegen und unten nicht, wenn diese. Also diese Frieser hier verdreht werden. Ich versuche das halbwegs mit der Kamera, dass oben und unten dann die gleiche Luft ist. Von oben bis unten. Genau, das ist so eine Endkontrolle. Die gleiche Luft, das ist eigentlich ganz wichtig. Genau, dann sieht man, ob man die Wasserwaage ordentlich angehalten hat oder nicht. Es könnte ja sein, dass man quasi einen Fehler gemacht hat. Das ist hier schwer zu sehen jetzt. Hier auch. Da muss ich von innen hinein schauen. Ehrlich, kannst du das Licht abbrennen draußen? Das blendet mich irgendwie. Ah, das kann man vielleicht auch noch sagen, dass es gut ist, wo der Schalter ist. Ja, wo genau. Die Tür aufgeht. Der Schalter sollte beim Tür aufgehen. Wenn jetzt hier die Türe so aufgeht, ist es sinnvoll, eigentlich wäre es am besten, er wäre herinnen. Aber so mit draußen geht es auch nicht. Aber blöd wäre es, wenn so die Türe aufgeht und der Schalter ist hinter der Türe. Das ist ganz blöd. Also darauf achten, wenn man Türen bestellt irgendwo bei einem Bauhaus, und dieses selbst montieren will. Und wichtig immer, die Bandseite ist das Wichtigste, dass die Türe nicht alleine aufgeht. Aber Erich, dreh kurz das Licht ab, dann schaue ich durch das andere. Genau, so sehe ich das besser. Ja, genau, jetzt sehe ich das. Das Licht hat mich geblendet. Es ist ganz genau, wenn ich jetzt durchschaue, ist die Flucht perfekt. Das heißt, die Türe wird überall perfekt abschließen. Das Ausschäumen machen wir in einem anderen Teil. Wir sind jetzt zu nervös. Wir müssen jetzt unbedingt eine Kaffeepause machen. Denn jetzt nach 800 Türstöcken einstellen, obwohl es immer nur dasselbe war. Dieser Türstock ist schon etwas erwärmt von diesem ganzen Rein und Raus durch die Reibung erst sehr erhitzt. Wir sagen Danke. Wir sehen uns wieder nächsten Montag bei der Tischlerstube. Der Erich soll auch Tschüss sagen. Erich. Tschüss. Drückt, gefällt mir, Daumen rauf, abonniert den Kanal, teilt das Video und schreibt uns Kommentare. Der Erich freut sich immer sehr stark, wenn ihr Kommentare schreibt. Der lacht dann immer so und sonst hat der Erich eh nicht viel zu lachen, weil er sagt, mit mir ist es nicht lustig. Tschüss!